Wahrscheinlich kurze, knappe Folge und deswegen starten wir direkt. Werde ich mich weiter an den Bäumen vergnügen und dann können wir vielleicht im nächsten Video... Da werden wir wieder einige Teile am Motor verbauen. Ich habe mir die Teile mal rausgesucht. Feierabend. Feierabend, wie das duftet. Lokal sogar mit Polenfreund gefahren. Trinken Sie mehr. Ja, der Markus hier, da aus dem Außenstudio, meldet sich einmal kurz. Schöne Grüße ins warme Studio. Der Schnee hat Deutschland im Griff, besonders zwischen Glücksburg und Sonthofen. Überall dasselbe Bild. Schneemassen, wie wir sie schon lange nicht mehr zu Gesicht bekommen haben. Der Wetterdienst auf den Autobahnen, wie hier auf der A2 bei Bielefeld, hatte Mühe, sich durchzukämpfen. Auch bei der Deutschen Bahn war schweres Gerät im Einsatz. Abseits der Hauptstraßen ist an Durchkommen nicht mehr zu denken und vorerst ist keine Beruhigung der Wetterlage in Sicht. Beim Blick auf die Wetterkarte sehen wir, wie es von Westen eine weitere Extremwetterfront mit der Ausgabe 81 mit der Motoreinfassung und einer Menge Schraubenwehr geben wird. Gepaart mit jeder Menge Kabel der Ausgabe 82, gepickt mit einigen Batterien und jeder Menge Schrauben. Perfektes Modellbauwetter also auch in den kommenden Tagen. Damit zurück ins warme Studio zum Onkel. Uiuiuiui, da ist der Onkel aber froh, dass er hier schön im Warmen sitzt. Vielen Dank an unseren Außenreporter. Schiedwetter, kann man so sagen, ne? Kenn ich. 800 Meter zur Tankstelle, dreimal festgefahren. Die Räumfahrzeuge fahren schön die Hauptstraße lang und an jeder Kreuzung hast du einen halben Meter Schnee. Das läuft. Profis am Werk. Aber die machen ihre Arbeit ganz fantastisch. Schönen Dank an die Jungs da draußen. Ihr kämpft, damit wir arbeiten können. So soll es sein. Sehr schön. Leute, herzlich willkommen zur neuen Ausgabe. Der Modellbau-Onkel baut den DeLorean, Ausgabe 81 und 82. Hier für euch 81, 82. So haben wir es richtig. Zwar beinhalten die, wir haben die Detailkamera wieder am Start, wir haben die große Motoreinfassung, dann haben wir ein Teil, welches mit Element benannt ist, was auch immer ein Element ist. In dem Fall ist es weder aus Feuer, Erde, Wasser oder Luft. Mal schauen, was es nachher tun wird. Wir haben Blöcke, wir haben ein oberes und wir haben ein unteres Gitter. Wie gesagt, Ausgabe 81. In der Ausgabe 82 bekommen wir drei rot-gelbe Kabel, drei rot-blaue Kabel, drei gelb-blaue Kabel, ein Kabel, nicht weiter benannt, eine Halterung, drei rote Batterien und drei silber-schwarze Elemente, Einheiten heißen die hier, drei silber-schwarze Einheiten. Und einen ganzen Eimer voll Schrauben, den ich, wie immer, ihr kennt das, schon einsortiert habe, damit wir hier nicht langweilig ihr mir beim Schrauben auspacken zugucken müsst. So rum. Irgendwie habe ich ein bisschen Wortfindungsstörung. Das könnte vielleicht am Gehirnfrost liegen. Ich weiß es nicht. Möglicherweise. Wollen wir anfangen? Das wollen wir. Na los, komm her. Ihr seht, den DeLorean selber habe ich in den Hintergrund verbannt. Weil den brauchen wir jetzt erstmal nicht. Wir kümmern uns in den nächsten Ausgaben, soweit ich das gesehen habe, erstmal um diese Motoreinfassung, wo dann eben alle möglichen Krempel draufkommt. Und damit fangen wir dann auch direkt mal an. Und zwar setzen wir laut der Beschreibung Bauteil 81D in die hier markierten Bohrungen ein. Also das haben wir, das ist einmal dieses Unterteil. Dieses Schäne-Ding hier. Sag mal, kann man das so? So müsste es, glaube ich, ganz gut zu sehen sein. So, und dann eben dieses komische Element soll hier eingesetzt werden. Jetzt fragen wir uns, das muss so rum und das soll so rum. Und dann haben wir hier zwei Löcher, wo wir das so reinstecken. Und dann haben wir das und darauf kommt dann das Oberteil. Soll dann, jetzt müssen wir mal schauen, wie rum das Ganze hier soll. Das sieht mir verdächtig so rum aus, ja. So. Soll das hier unten drauf gesetzt werden und zwar in dem Fall mit der Öffnung nach hier. Das heißt, das kommt hier drauf. Das haben wir und dann kommt dieses Teil hier hinten drauf. Das soll nach außen zeigen, also einfach so. Das befestigen wir mit AP-Schrauben und das andere befestigen wir gar nicht. 1, 2,
Willst du wohl? So, das haben wir. Und damit ist nämlich die Ausgabe 81 nämlich schon erledigt. Deswegen machen wir dieses Mal auch wieder eine Doppelausgabe. Wir haben ja ein bisschen Zeit mitgebracht. Wir gucken mal, ob wir hier irgendwas Interessantes finden. Für mich ist die Musik wie eine Figur im Film. So, so. Jules Verne. Hochinteressant. Die Ausgabe 82. Die Teile habe ich euch schon vorgestellt. Teile, das sind die Zuschauer. Zuschauer, das sind die Teile. Wir machen weiter. Und zwar bekommen wir in Bauschritt 1 die silber-schwarzen Einheiten. Für mich sind die einfach nur Silber. Aber okay, das macht ja nichts. So, wie haben wir die mit der Öffnung? Hier ist so eine... No. Kriege ich das hier irgendwie so? Sieht man das hier auf der Seite? Ist so eine Nut, so eine Öffnung, eine kleine. Die soll hier jeweils nach außen zeigen. Also so in dem Fall. Ich drehe das mal so. Ich glaube, man könnte das noch einen Tacken besser sehen. Na, ob ich das jetzt gleich noch... Das soll dann ja bestimmt auch wieder mit AP oder so festgeschraubt werden. Ne, mit BP. Oder? Wie ist das hier? AP, ja. Dreimal AP. Guck mal, einmal im Leben kannst du Wurstfinger gebrauchen. Und zwar genau jetzt. So, mal sehen. Wenn wir alle so viel hätten wie Schraubenzieher, ne? Dann wäre die Welt in Ordnung. So. So, dann haben wir die drei Kollegen da und dann kommen die anderen drei. Diese großen Batterien auch hier hin. Ich sehe jetzt gerade, hier ist sogar eine Nut, dass man die nicht verkehrt rum aufsetzen kann. Das sind BP-Schrauben. So, dann haben wir die Kollegen auch schon mal fest. Und jetzt geht wieder die Kabellage los. Ich freue mich. Eines der kurzen Kabel, das ist ein rot-gelbes hier. Ein solches mit einer MP, das sind neue Schrauben, die hatten wir bisher noch nicht. Das sind die ganz großen hier. Die wird man wahrscheinlich überhaupt nicht sehen. So ein halber Millimeter oder was. So um den Dreh. So, die möchte jetzt, pass auf, jetzt müssen wir das mal, ich muss das mal einmal drehen, dass ich das perspektivisch hier voreinander kriege, weil so zeigen die das. Und der soll jetzt in die hintere Batterie, in welches von der beiden Löcher, führe die Kabel zwischen den Batterien und Steckverbindungen durch, damit sie nicht im Weg sind. So, nicht schlimm, wenn es gerade ist, ne? So, und dann sollen wir das so und so hier durchführen. Und dann nur bis hier oder wie? Auf dem Bild geht das nur bis da. Man weiß es nicht so genau. Langes Kabel, kurzes Kabel. Wir haben jetzt auch noch verschiedene Längen hier auch noch, oder was? Die sind gleich lang. Alle gleich lang. 82C langes Kabel. Wollen wir auch nochmal gucken, was hier los ist. Eins der rot-gelben soll länger sein wie die anderen. Nö. Und der? Auch nicht. Ne? Sind alle drei gleich lang. Gut. Dann schneiden wir die anderen dann entsprechend ab. Aber erstmal müssen wir mal gucken, wie das jetzt hier gewollt ist. Die sollen auf jeden Fall alle drei da dran befestigt werden. Das machen wir erstmal. Ja, ich sehe schon, das wird ganz spannend. Es kann sein, dass ich da gleich einen Schnitt mache, weil ich sehe, jetzt muss ich hier die rot-gelben anschließen oder anschrauben. Dann kommen die blauen, die kommen da dran. Und lass mich raten, danach kommen die anderen da hinten auf den dritten Nupsi. Genauso ist es. Und der ganze Quatsch wird dann da hinten verlegt und mit einer Klemme befestigt. Das machen wir dann so. Da mache ich einen Schnitt. Mal gucken. Ich mache erstmal weiter. Ich mache erstmal weiter. Ich nehme mir noch, vielleicht fällt mir noch was ein, was ich zu erzählen habe. Wenn wir jetzt live wären, könnte man ja auf den Chat gucken und da hätte man schon wieder was zu quatschen.
Sind wir aber nicht. Oh, guck mal, hier ist einmal oben Affen, einmal unten. Dann machen wir das so rum, das sieht schöner aus. So, da haben wir das. So, das ist der verlorene Sohn, wie gesagt, den ziehen wir gleich rum, den klebe ich dann hier mit Sekundenkleber gleich fest. Das mache ich dann aber ganz in Ruhe hier, weil da rein kriegst du die Drähte sowieso nicht mehr, da wird gar nichts von. So, das ist auf jeden Fall das. Und dann kommt noch, andersrum, das große Kabel mit dem Anschluss hier rein und soll auch da nach hinten, wird nur gesteckt. Und damit wäre das Ding dann auch schon mal fertig. Ja, ihr Lieben, dann sind wir schon wieder durch. Also durch sowieso, aber fertig heute mit den Ausgaben 81, 80, 81, so rum war's. Und ich muss nochmal die Tür, ich höre das so gerne. Klick. Fast wie eine richtige Autotür, das finde ich so geil. Das finde ich ja so geil. Hallo? Wo ist der Türgriff? Da. Guten Tag. Bitte einsteigen. Sehr geil. Nächste Woche machen wir dann die Ausgaben 83, 84 machen. Dort werden wir uns dann noch weiter hier um die Motorumrandung kümmern und dort noch einige Bauteile anbringen, damit wir endlich durch die Zeit reisen können. Und da freue ich mich ganz besonders drauf. Schaltet das nächste Mal wieder ein. Bleibt sauber, wir sehen uns und immer schön dran denken. Wo wir hinfahren, brauchen wir keine Straßen. Yeah.